Hi, mein Name ist Flo, willkommen auf diesem Kanal und ich baue mir heute in diesem Video ein neues Sideboard. Ich finde Upcycling und alte Hölzer ziemlich cool, deswegen sind die Gerüstbohlen, die ich geschenkt bekommen habe, das perfekte Ausgangsmaterial. Und da ich in meiner Freizeit hobbymäßig relativ viel baue, dachte ich mir, ich fange an, das Ganze jetzt mal ein bisschen zu filmen. Ihr könnt gerne die anderen Videos zu meinem Camper schon mal anschauen, da werde ich in Zukunft auch noch mehr machen. Ich habe mir eine Visualisierung erstellt von dem, was ich ungefähr bauen möchte, die blende ich hier mal ein. Und da ich aber häufig improvisiere, muss das Endergebnis nicht haargenau so aussehen. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Schnitt und dann fangen wir direkt mit den Holzarbeiten an. So, ich habe mir jetzt mal eine rausgesucht, die ganz okay aussieht und nicht zu kaputt ist oder verzogen. Bevor ich hier irgendwas dran säge, werden wir erstmal schauen, dass wir hier grobe Verschmutzungen runterbekommen und das Ganze vielleicht sogar schon mal ganz grob anschleifen. So, ich habe jetzt einen 40er und einen 80er und ich probiere jetzt einfach erstmal mit dem 40er, wie es aussieht. Ich werde das so weitermachen. Ich werde jetzt erstmal alle Bohlen, die in Frage kommen, das werden mindestens 4 sein, so vorbehandeln und danach schauen wir weiter. Die ersten 4 sind angeschliffen und so weit vorbereitet, dass ich die jetzt ausmessen kann und mir überlege, welche Kanten will ich erhalten und dann wird der Korpus gebaut. Nach dem Sägen habe ich sie jetzt direkt noch mit einem 80er Schleifpapier geschliffen und bin jetzt auch erstmal ganz zufrieden. Ich überlege mir jetzt, wie soll der Korpus aussehen, welches Teil kommt wohin und dann machen wir mal kurz einen Schnitt. Das ist der Korpus im Groben, natürlich noch nicht zusammengeschraubt. Das mache ich jetzt. Ich nehme dafür 80er Schrauben und werde das aber so machen, dass ich es auch nochmal auseinanderschrauben kann, weil hier soll zum Beispiel noch eine Rückwand hinten rein. Als nächstes kommt jetzt eine Rückwand rein und die wird aber einfach nur aus Pappelsperrholz bestehen, weil das Teil wiegt echt viel und es soll nicht noch schwerer werden. Außerdem steht es sowieso an der Wand, da stört das nicht weiter. Ich werde da jetzt ein bisschen mit der Oberfräse rumspielen, denn ich möchte auch noch diese Steckerleiste mit einbauen. Die soll irgendwo hier hinten mit rein, damit ich einfach alle Geräte später anschließen kann. Dafür muss ich jetzt aber erstmal alles wieder auseinanderbauen. Wir haben jetzt hier eine Nut auf beiden Seiten und da kann jetzt einfach die Rückwand reingesteckt werden, genauso wie auf dieser Seite auch. Bloß, dass ich jetzt hier natürlich noch für die Steckerleiste ein bisschen was aussägen muss. Dann mache ich das alles noch ein bisschen schön, nehme dafür auch das Stemmeisen und dann kommt der Deckel wieder drauf. Thank you.
Jetzt ist der Korpus erstmal grob fertig und zum Glück konnte ich mir mittlerweile auch meine 30x30 Vierkantrohre aus Stahl besorgen. Die werde ich jetzt zurechtschneiden und danach im Gestell draus schweißen. Ich habe das Gestell noch mal kurz überarbeitet, deswegen blende ich das jetzt hier an der Stelle noch mal kurz ein. Ich habe jetzt das Gestell zusammengeschweißt und da ich wirklich noch ein Anfänger bin, was Schweißen betrifft und mit so einem billigen Elektrodenschweißgerät am Werk bin, werde ich jetzt nochmal alles durchschweißen und danach mit der Flex die Nähte schön machen und danach wird lackiert. Die Lackierung erfolgt in zwei Schritten, zuerst mit einer Grundierung und danach mit schwarzem Mattlack. Während das Gestell jetzt trocknet, kümmere ich mich schon mal um die Platte, die oben drauf kommt. Und da ist das Problem, dass die Platte ein bisschen breiter sein muss, als so eine Gerüstbohle an sich ist, um halt auch ordentlich überstehen zu können. Deswegen werde ich jetzt mal testen, wie gut man die Dinger verleimen kann. Jetzt sind die beiden erstmal wieder grob angeschliffen und jetzt werde ich mir die schönen Seiten raussuchen, werde sie in der Mitte längs teilen und dann wieder zusammenleimen. Möchte ich diese beiden Teile gerne so zusammenleimen, werde aber, damit es besser hält, zur Unterstützung noch Holzdübel verwenden. Das Ergebnis finde ich echt vielversprechend. Ich habe jetzt die Ränder schon gerade abgeschnitten und bin mit einem 240er Schleifpapier drüber gegangen, aber es ist echt eine super Platte geworden. Und da ich jetzt nicht so richtig sicher bin, was ich zwecks Holzfarbe unternehme, ob ich das so lasse oder nochmal in einer anderen Farbe ölen soll, werde ich das Ganze jetzt einfach mal im aktuellen Zustand provisorisch zusammenbauen und schauen, wie es aussieht. Und da das aber echt hundeschwer ist, das Teil, muss ich mal gucken, ob ich das alleine überhaupt hinbekomme. Das passt zum Glück schon mal alles sehr gut und jetzt werde ich aber die Oberflächen noch mit diesem Hartwachsöl von Osmo versiegeln, einfach damit die Oberflächen noch ein bisschen besser geschützt sind und dann kann ich auch hier noch eine Tür bzw. Schubkästen reinbauen.
Was jetzt noch fehlt, sind Griffe für vorne. Und da ich hier diese 20x20 Vierkantrohre noch rumliegen habe, werde ich daraus jetzt welche zusammenspeisen. Hier habe ich jetzt noch ein Trennbrett reingebaut, damit man zwei Fächer hat und hier unten eine kleine Halterung zurechtgebogen, damit diese Steckerleiste richtig hält hinten. Damit ist das gute Ding fertig und jetzt bleibt mir nur noch irgendwie die Aufgabe, das nach Hause zu bekommen. Das ist so schwer, ich krieg es nicht alleine bewegt. Ich werde mir jetzt irgendwie Hilfe suchen und dann, ja, fahre ich das nach Hause. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Kommentar da lasst und schreibt mir gerne eure Meinung rein. Das ist, wie gesagt, das erste Video dieser Art bei mir auf dem Kanal und ich plane noch mehr zu machen. Deswegen gerne konstruktive Kritik, bin ich immer für zu haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne auch noch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Alter. Vergiss es, das wird nichts.